bin ich wieder. Mein Vlog vom Eröffnungswochenende am Battleground. Ja, ihr habt es gut gehört, Eröffnungswochenende. Während der Fahrt hierher habe ich erfahren, dass so ausschaut, dass wir dieses Wochenende spontan öffnen dürfen. Die Regierung hat gestern entschieden, dass die Reisewarnung aufgehoben wird, man jetzt wieder ohne Quarantäne nach Polen fahren kann zum Battleground. Das Einzige, was man noch braucht aktuell, ist ein negativer Corona-Test bei der Einreise nach Polen. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, also wirklich Kontrollen gibt es kaum. Aber Vollständigkeit halber muss man sagen, muss man den mitführen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Und dann kann man zu uns kommen. Und bei der Rückreise brauchst du gar nichts mehr. Und die Auflagen bei uns auf dem Gelände sind auch minimal. Heißt, wir können wieder Vollgas geben, wir können wieder Paintball spielen, wir können wieder Lasertag spielen, wir können wieder Airsoft spielen, bei uns kann man campen, bei uns kann man übernachten, bei uns kann man mega geile Zeit haben. Und ja, ich nehme euch dieses Wochenende wieder mit meinem Vlog. Wir werden alles top herrichten, Vollgas geben, damit alles für euch einsatzbereit ist und dass ihr einfach wieder kommen könnt. Wie könnt ihr kommen? Einfach über unsere Internetseite buchen. Das Buchungssystem ist freigeschaltet. Könnt ihr buchen und bei uns eine geile Zeit verbringen. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit meinem Vlog von diesem Wochenende. Und jetzt ab dafür. Viel Spaß. So, Freitag ist und bei uns ist heute wieder Aufbautag. Gestern haben wir es ja schon gesagt, wir dürfen öffnen und jetzt geben wir bei uns hier nochmal Vollgas. Wir haben leider kein so tolles Wetter heute, aber trotzdem haben wir einiges vor. Ich werde euch mal ganz kurz auf dem Laufenden halten, wie es so ausschaut. Also Bühne, da müssen wir noch ein paar Seitenteile Anthrazit streichen, aber das ist nicht so tragisch, das kriegen wir hin. Oben das Dach, das bekommt ja alles coole Bühnenplane, damit das auch für Tanks so ein einheitliches Design hat. Dann haben wir hier hinter uns die Container für die Shops. Die bekommen noch den Rest von der Beleuchtung und damit das alles hier auch technisch einwandfrei ist. Sobald es trocken ist, werden oben noch die Geländer auch Anthrazit gestrichen, damit das auch tippitoppi ist. So, dann haben wir da hinten den riesigen Campingplatz. Da sind insgesamt, ich würde jetzt mal tippen, nur 50 Bäume wegzunehmen. Auch die kommen heute weg. Da hinten haben wir die dritte Sanitärstation. Da ganz da hinten. Da haben wir schon den Abwassertank vergraben. Da kommt nächste Woche dann die vier Sanitärcontainer. Zweimal Damen, zweimal Herren. Es gibt also insgesamt Duschen. Es gibt Toiletten und es gibt Waschbeckenbereiche. Nochmal jetzt hinten am Campingplatz, dann braucht man nicht immer zum Haupthaus vorlaufen, sondern die hinten am Parzellencampingplatz sind, haben auch was. So, und jetzt kriege ich einen Anruf und muss schnell unterbrechen. Und da bin ich wieder. Telefonat schnell abgehandelt. Ja, wie gesagt, hier seht ihr ganz hinten, da stehen noch einige Bäume. Da müssen wir nochmal ran. Hier in dem ganzen Bereich seht ihr, da steht nichts mehr. Hier drüben sind die Parzellen auch fertig und da auf der Seite sind die Parzellen auch fertig. Da müssen wir dann noch diese Platten setzen. Das kann ich euch schon mal zeigen, wie die dann ausschauen. Wir setzen da im Boden diese Betonplatten rein. Da ist schon eine gesetzt. Seht ihr die? Ja, sieht man eigentlich ganz gut. Da kommt dann der Stromverteiler dran. Immer zwei Stromverteiler. Also immer für zwei Parzellen, der Stromverteiler. Und hier seht ihr, wie das dann ausschaut, wenn das alles schon geplaniert ist. Wie wir die einzelnen Parzellen so ein bisschen abgrenzen und ein bisschen schick machen, da diskutieren wir noch drüber. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine abschließende Lösung. Da überlegen wir noch, was irgendwie mit relativ wenig finanziellen Aufwand machbar ist. Für die Events ist es so, dass wir das halt abgrenzen werden und an diesen Betonpfeilern, da sind dann Nummern dran, rot, ganz groß, so Schilder, wo dann die Parzellennummer draufsteht, sodass man, wenn man bei uns im Office dann seinen Parzellenplan bekommt oder halt den sich online runterlädt, dass man weiß, wo ist meine Parzelle, wo kann ich mich hinstellen. Also das ist so der Plan.
Wann das fertig ist, wissen wir noch nicht. Das liegt daran, dass wir natürlich im Verzug sind. Zum einen behördentechnisch und zum anderen einfach finanzentechnisch. Weil allein die Stromkabel, um das alles anzuschließen, kostet 10.000 Euro. Mit den Stromkästen werden wir ungefähr bei 15 landen. Die Sanitärcontainer, das Zeug ist ja alles schon gekauft. Das wird auch entsprechend noch bis zum SPG angeschlossen. Bei den Parzellen werden wir das relativ kurzfristig machen, weil, wie gesagt, ich will kein Risiko eingehen. Wir werden so wenig SPG-Ticketgelder anrühren wie irgend möglich, um das Risiko einfach auszuschließen. Sollte nochmal irgendeine politische Entscheidung kommen, dass wir wieder zumachen müssen, dass wir es doch nicht machen dürfen oder was weiß ich. Im Moment, es ist ja, wenn man ehrlich ist, sieht es alles gut aus, aber ist natürlich nichts sicher. Will ich auf der sicheren Seite sein, dass wir noch genügend Geld übrig haben, dass wir für die Leute, die ein Ticket stornieren wollen, halt auch die Ticketgelder rückerstatten wollen. Ne? Mein Versprechen gilt ja weiterhin, wir werden keine Ticketgelder anrühren. Natürlich wird das 4 Wochen vor dem Event dann nicht mehr der Fall sein, sondern wir werden die Ticketgelder dann anrühren müssen. Ja, logischerweise, weil es dann nicht mehr geht. Allerdings mache ich das erst, wenn wir von den Behörden eine relativ sichere Zusage haben. Eine hundertprozentige sichere Zusage bekommst du aktuell nicht, weil die sagen alle, ja, es kann ja jederzeit einen neuen Mutanten geben oder neuen Virusvarianten, was weiß ich. Mehr kann ich ehrlich gesagt nicht machen, aber ich bin immer so offen, wie es irgendwie geht. Im Hintergrund seht ihr übrigens Time Trials. Das braucht noch ein bisschen Kosmetik, aber auch das werden wir dieses Wochenende fertigstellen. Die Spielfelder selber, die sind alle renoviert. Das freut sich alles auf euch und ich freue mich auch auf euch. Ich werde euch natürlich wieder ein bisschen am Laufenden halten, was wir dieses Wochenende so machen. Das war jetzt so der erste Überblick. Also wir werden nochmal Bäume fällen, wir werden einen Campingplatz weiterbauen. Wir werden im Eventcamp noch ein bisschen was machen, wir werden Spielfelder noch ein bisschen aufräumen, bei Time Trials ist noch ein bisschen was zu machen und drin im Haupthaus ist auch noch ein bisschen was zu machen und dann hoffen wir, dass wir nach diesem Wochenende halt einsatzbereit sind. Und euch, liebe Battleground-Fans und Freunde, wieder bei uns begrüßen können. Ihr werdet, wenn ihr zu uns kommt, wirklich erstaunt sein, wie viel das da in den letzten Monaten passiert ist. Wir haben jetzt 8 Monate dann Zug gehabt und wir haben in die 8 Monate bestimmt 30.000, 40.000 Mannstunden und ich weiß nicht, wie viel Geld da reingesteckt. Wobei man dazu sagen muss, dass wir im Winter natürlich dann kein Geld mehr reingesteckt haben, sondern wir haben halt die Sachen alle, die wir im Herbst gekauft haben, soweit verbaut. Die Anlage ist in Top-Zustand. Wir sind heiß wie Frittenfett und jetzt geht es nur noch darum, endlich starten zu dürfen. Ja, der Eingang der Haupteingang fürs Big Game Spielfeld steht auch schon. Im Hintergrund sind schon die Captains drauf, ne? Und hier drüben der Paul und freuen sich schon, denn hier geht es dann wieder rein ins Feld. Das hier übrigens wird unser Sanitär-Container, da ist unsere erste Hilfestation dann drin mit allem drum und dran. Ob bis dahin noch irgendwelche Tests nötig sind, irgendwelche Auflagen, das wissen wir alles aktuell noch nicht. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir wahrscheinlich zur Teilnahme am Event entweder einen aktuellen Corona-Test hat, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein Genesener ist oder geimpft. Das ist wahrscheinlich die Auflagen, die wir kriegen werden. Wissen tue ich es noch nicht, aber ich denke, mit so einem Corona-Test, wenn ich dann 4 Tage Spaß haben darf, glaube ich, kann jeder leben. Und ja, und Wahl habe ich sowieso keine. Bevor jetzt dann wieder irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, warum machst du das und Ding und da. Ich mache das deswegen, weil ich keine andere Wahl habe. Ja, und jetzt muss ich wieder ans Telefon. Bis später. So. Noch zugesperrt, Hartmut sucht gerade den Schlüssel und hier die dunklen Katakomben. Heute wird der Hausgang hier noch sauber gemacht. Unten unser nagelneuer Fress- und Getränkeautomat ist installiert, kommt auch. Irgendwer macht noch ein bisschen Mucke und ich warte gerade auf den Hartmut, der mir hoffentlich den Schlüssel bringt. Weil die Sanitäranlagen hier oben sind zu 90% fertig, aber wir haben noch 1 oder 2 Tage Fliesenleger,
Einsatz am Start, bis das dann die oberen Sanitäranlagen ausschauen wie die unten im Keller. Ja, jetzt könnte man sagen, wir haben 8 Monate Zug gehabt, warum zieht sich das alles so? Ja, ganz einfach, so ein Fliesenleger, der ist nicht ganz billig. Und ja, wir haben einfach die Baustelle ein bisschen stoppen müssen. Die Jungs haben Mucke in der Hosentasche dabei. Wie schaut's aus, Schlüssel? Haben wir? Da haben wir, oder hat den Schlüssel? Schlüsselkind. Da haben wir, das ist das Schlüsselkind. So, dann wollen wir mal aufgehen. Und mal gucken. Im ersten Stock, denn da sind ja unsere Wohnzimmer sozusagen, also die Wohneinheiten. Und ja, sollte der Schlüssel passen, werden wir jetzt da reinschauen. Das schaut natürlich alles ein bisschen wild aus. Und oh ja, das schaut noch richtig wild aus. Also ich zeige es euch mal. Hei, hei, hei. Hier sind wir so weit. Ja, da ist nur Jacke und Werkzeug und so Zeug. Ja, und das hier sind die Duschbereiche. Also da ist noch einiges an Arbeit. Oh, 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 oh. Und hier herüben sieht es auch so aus. Ja, identisch. Hätte ich gesagt. Ja, das müssen wir jetzt noch hinbringen bis, sage ich mal, Ende Mai ungefähr. Wird eine Challenge. Aber ihr seht, die LED-Einbauspots und so, das leuchtet auch schon, das ist euch schon gut. Das schaut jetzt wilder aus, als es ist. Aber wir sind da dran und bringen es hin. Wir werden jetzt wohl oder übel Hartmut uns Fliesenleger besorgen müssen. Ja. Ne? Hilft nichts. Naja, ja, ihr seht, es ist noch bei weitem nicht alles erledigt, obwohl wir jetzt 8 Monate hier rumbauen. Aber naja, wir sind dran. So, wir sind auf dem Feld Secret Bunker mit schwerem Gerät. Und ich hau hier die vergammelten Deckungen weg. Und die machen wir dann einfach neu. Weil mit der Zeit vergammelt die Scheiße einfach. Und dann ist das nichts mehr. Und deswegen machen wir heute Felddienst. Das heißt, wir gehen alle Felder durch, dann den ganzen Müll weg. Na, ihr seht da hinten den Kollegen, der rennt auch rum mit dem Müllsack. Machen alle morschen Sachen weg, haben frische Bretter besorgt und dann die ganzen Deckungen nochmal austauschen. Dass, wenn es morgen losgeht, wirklich alles frisch ist. Wir haben das zwar im Herbst gemacht, aber ein halbes Jahr hat schon wieder gereicht, dass manches einfach schon wieder nicht mehr in Ordnung ist. Ah! Alle Deckungen abreißen, es gibt nichts Geileres. Schaut mal her, wir reißen die Scheiße einfach weg. Ja. Wir machen das alles weg hier und machen das alles neu hier. Ne? Könnt ihr mal schauen, was wir da schon an Zeug hier raus haben. Und wir machen das schick und machen das neu, weil ja, geht so nicht mehr, quält uns nicht mehr. 2021 ist unser Jahr und da muss auch die ganze Kacke weg. Ja. Ihr seht, da ist wirklich noch viel zu tun. Aber wir haben über 20 Leute hier und ja, jetzt 4 Tage Action und da geht schon einiges. Und ich halte euch immer ein bisschen am Laufenden. Hier ist richtig Vollgas mit schwerem Gerät. Wie ihr seht, wir reißen den ganzen Schießstand hier ab. Ja. Da sieht man es. Wir reißen das Ganze ab vorne. Da kommt vorne quer ein Container vor. In den Container schneiden wir dann so Fenster rein und dann schießt er quasi, stehst du im Container und schießt in den Schießstand rein. So ist es total sicher, außenrum auch. Schaut top aus. Können wir die Dachterrasse noch vergrößern. Das wird super. Aber ist natürlich brutale Arbeit, muss man einfach so sagen. Und ohne schwerem Gerät nicht machbar. Ne? Da könnt ihr mal hinschauen. Das ist ja quasi sozusagen der Schießstand innen. Ne? Und die Türen werden jetzt abgeschweißt und dann kommt ein Container quer davor. Und dann ist das meiner Meinung nach der coolste Schießstand, den ich je auf dem Paintball-Spielfeld gesehen habe. Das ist aber nur meine Meinung. Container schubsen. Wenn ihr wollt, wie das ausschaut, so schaut es aus. Da
kommt gerade ein Container angewandert. Der soll dann genau hier hin, vor unsere Skistände, und wird dann sozusagen der Aufenthaltsbereich für die Leute vom Skistand. Ich schaue auch etwas derangiert aus, weil Spielfelder abreißen ist ja halt auch ganz schöner Job. So. Und so schaut es bei den Containern aus. Alter Schwede. Ich hoffe, unsere Bühne und so bleibt ganz. Rico hochkonzentriert. Rico, bringst du es hin? Rico, mach. Ja. Alles für euch. Für euch machen wir die ganze Scheiße. Aber es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Kriegst du den mit Wind schlafen, wenn du am nächsten Rad ziehst? Das will ich ja. Aber wenn du zum Beispiel drückst, die Arme ja runter, dann kann man es eh nicht halten. Tja, das ist ein Job für Profis, Leute. Denk mal aus. Puh. So. Und wenn bei uns da irgendwie ein Arbeitsunfall passiert, die Leute vergraben halt, ne? Das Übliche. Oder David? Wenn ein Arbeitsunfall passiert, den vergraben wir. Klassisch. Wie die denn? Genau wie die letzten, aber wir legen da total viel Wert auf Arbeitssicherheit. Also da sind wir ganz vorne. Ja, alles für den Dackel, alles für den Club. Puh. So. Und jetzt wandert gleich ein Container an uns vorbei. Es braucht man. Jetzt halt, ja. Ja, ihr seht, amtlich bei uns. So, der Container ist jetzt auch weg. Der ist hier gestanden. Da seht ihr, da ist jetzt ein Loch. Ich gehe mal ein Stückchen weg, dass man es sieht. Da ist jetzt natürlich ein Loch. Und in dieses Loch kommt nochmal so ein ganz großer 40 Fuß Container rein.
Der geht dann rüber bis zum Schießstand. Da oben drauf ist dann die Verbindung geplant, die Dachterrasse noch. Dann ist das alles zu hier und da vorne kommt dann der Entertainment-Container hin. Da kommt die Shooting-Range rein, also die Laser-Shooting-Range und natürlich auch die Fotobox. Also das da vorne sozusagen ist nochmal Entertainment-Container und dann kommen hier die Shop-Container. Ja? Und hinter die Shop-Container, da kommt jetzt ein Bereich hin, da können die dann die Trucks hinparken. Also geplant sind 3 7,5 Tonner, wo dann die Aussteller, Sekunde, wo dann die Aussteller, ja, wo dann die Aussteller, ja, ich komm, jo, wo dann die Aussteller hier ihre LKWs hinparken können, da passen wunderbar 3 Stück nebeneinander hin, das ist perfekt. Also so ist es geplant. So, Schießstand-Update. Wie ihr seht, der Container steht. Ja, vielleicht ein bisschen von etwas Entfernung, dass ihr seht, wie es dann ausschaut. So, ja, jetzt hast du hinten quasi die Container, wo dann die Schießbahn drin ist. Und du gehst in den Container rein und hast dann hier, hier kommen jetzt die großen Fenster rein, wo du dann durchschießen kannst. Und hier kommt eine Arbeitsplatte hin, auf Ölfässer drauf, wo du deinen Markierer ablegen kannst. Und dann können 4 oder 5 Leute ganz bequem und völlig entspannt ihre Markierer einschießen und kronen. Also ideal. Das Ganze wird natürlich dann Anthrazit gespritzt und dann ist unser neuer Schießstand fertig und der ist dann richtig, richtig gut. Gerade beim SPG müssen einfach mehrere Leute gleichzeitig vernünftig ihren Markierer einschießen können. Da haben wir dann überhaupt kein Problem mehr und es ist hundertprozentig sicher, du kannst nicht rausschießen. Es ist wurscht, ob es regnet, ob es stürmt oder irgendwas. Das ist immer perfekt. Ja? Gegenüber hast du die Staging Area, kannst du deine Sachen herrichten, kannst deinen Markierer zusammenschrauben, gehst einmal über die Straße rüber, zack, rein in den Container und schießt deinen Markierer ein. Also ich glaube, recht viel mehr geht nicht. Ein kurzes Update wieder für euch. Ja, es ist Nachmittag, so 15 Uhr, Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber der Campingplatz und der Hauptcampingplatz hinten sind die Bäume endlich alle gefällt, die gefällt werden müssen. Die Jungs sind jetzt noch ein bisschen auf dem freien Campingplatz unterwegs, da kommen auch noch mal 50 Bäume raus, damit das auch noch mal alles ein bisschen optimiert wird. Aber Campingplatz, richtig stark. Morgen kommt unser Elektromann, der Andi, der misst dann die ganzen Kabellängen aus, sodass wir überall die Stromanschlüsse hinpacken können. Und nächste Woche kommt dann noch der Sanitärcontainer. Also die 4 Sanitärcontainer, die 4 neuen zusätzlichen Sanitärcontainer, müsst ihr mal überlegen. Wir haben die Spieleranzahl nicht erhöht, haben wir aber nochmal 4 Sanitärcontainer zusätzlich. Also das ist schon richtig fett. Ich glaube, was so Service anbelangt oder Infrastruktur, wird es dann schon schwierig, dass man uns hier noch das Wasser reichen kann. Und da, das sage ich wirklich voller Stolz, weil wir bauen seit Jahren dran. Und vor allen Dingen mit unserer Crew, ohne denen wäre das alle nicht möglich. Wir haben wieder jede Menge schweres Gerät, der Schießstand, wie gesagt, schaut auch schon gut aus, Parzellencampingplatz, die Bäume sind endlich weg. Die andere Crew, die Spielfelder macht, ist auch fleißig am Werkeln mit 6 Mann, die tun die ganzen Deckungen überprüfen, irgendwelche Nägel, die rausstehen, weg, kaputte Deckungen weg, ich mache das auch mit. Und ja, ja, und da hinten ist auch die Media-Crew schon angekommen, der Andi und der Philipp. Und wie gesagt, der Andi macht dann das mal mit dem Strom. Da habe ich schon meine Jungs, ich bin gerade am Vlog machen und da habe ich schon alle gehen. Ne? Und wen habe ich denn hier an Bord? Den Andi. Hi. Und den Philipp. Grüß euch. So, die Jungs sind jetzt auch da. Und wir werden dieses Wochenende alles noch so weit fertig machen, sodass wir sozusagen nach diesem Wochenende, wir haben morgen schon ein bisschen Soft-Opening, nach diesem Wochenende richtig Gas geben können. Philipp, du bist motiviert, fit? Ich bin total motiviert. Und beim Andi brauche ich nicht sagen, beim Andi ist immer motiviert. So, ich werde mich mit den Jungs jetzt kurz besprechen, wie es ausschaut und ihr bekommt natürlich immer wieder Update. Jungs, ja. Und ihr wisst, welches Kabel für was ist?
Sehen wir so aus? Ja, Andi, mir wurde gesagt, ihr seid Profis. Nee, das hast du behauptet. Nee, stopp einmal. Der Philipp hat gesagt, dass du Profi bist. Gell, Philipp? Ja, aber Andi ist der Profi, der weiß immer alles. Und Andi, du hast zu mir gesagt, dass der Philipp der Profi ist. Ja, für Video, noch nicht für Kabel. Brauchst du nicht für Kabel auch Video? Nee, da kommt Video raus. Philipp, kannst du dich vielleicht mal ein bisschen äußern zu dir? Ich weiß von nichts, aber das kommt doch in die Nase, oder? Ja, genau. Ja, nee. Also eindeutig, das sind Profis, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ja, Spaß beiseite, mein Technik-Crew baut jetzt praktisch da den Serverschrank, noch die ganze Überwachungstechnik und alles ein. Und damit wir das Office heute Abend noch fertig kriegen, damit morgen wir so ein kleines, ja, wie soll man es nennen, Soft-Opening machen können und das erste Mal hier die ganze Anlage in Betrieb setzen. Apropos, unser neuer Wirt ist auch schon da, der hängt aber irgendwie die ganze Zeit an unserer Kasse rum. Ja, ich muss das ja neu programmieren, damit das alles dann zu mir geschickt wird, das Geld. Hast du mein PayPal schon eingerichtet? Ja, haben wir gemacht. Lieber Marc. Wir haben jetzt Media-Team PayPal, damit wir das Geld hier abgreifen können. Wir müssen ja auch ein bisschen was machen. Ja, macht Sinn. Lieber Marc, meine Frage ist das. Warum bist du nicht in deiner Küche? Noch ist es nicht meine Küche. Ab nächste Woche wird er, ja? Ja, das ist nämlich das Nächste. Wir haben praktisch einen... Übergangswirt. Also er sagt Übergangswirt, ich sage, wir haben einen neuen Wirt. Übergangswirt? Ja, ich arbeite noch dran. Aber das kriegen wir schon hin.